Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RadiumC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt gerade live hier auf YouTube und heute geht es darum, wir schauen uns an, wie sich die Peach-Kostüme im Laufe der Zeit entwickelt haben. Von 1985 bis 2024, wir gehen direkt rein in das Video und da bin ich echt sehr gespannt, ob es da großartige Unterschiede gibt. Also hier so ein weißes Kleid aus Pixeln. Verliebt! Man kennt ja eigentlich Peach mit pinkem Kleid. Okay, also da haben wir schon ein pinkes Kleid. Hier in Super Mario World sind wir wirklich ein grelles Pink, ne? Okay, wir sind im Mario Tennis. Okay, erstmal mit Ass-Shaken. Holy shit, Mann! Und hier haben wir Schwarz-Weiß. Okay, Leute, wir sind im Mario 64 angelangt. Und da sehen wir schon die Gestalt von Peach. Oh mein Gott, einfach die Nase geküsst, Digga. Was geht denn hier ab? Wie sieht's aus bei Mario Golf? Okay, ich glaube, da hat Peach ein kürzeres Kleid tatsächlich. Aber auch pink natürlich. Mario Sunshine. Oh, da sieht man da, das ist minimal anders. Wisst ihr, was ich meine? Halt so, wie sagt man das? Cringe. Die hat halt hier halt so abgeschnitten. Was ist denn der Begriff dafür? Cringe. Also ein bisschen mehr so für Summer. Mario Golf Toadstool Tour 2003. Kürzeres Kleid. Das hat sich tatsächlich auch öfter an bei Sportspielen. Da hat sich das, glaube ich, auch nicht großartig geändert. Aber wir lassen uns gerne vom Gegenteil überzeugen. Mario Kart Double Dash. Altbekannt. Mit diesem, was hat hier eigentlich hier? Mit diesem blauen Amulett vorne oder so? Ja, hier, das habe ich, was ich vorhin gemeint hatte. Das erinnert mich voll. Kennt ihr das eine Mädel? Das muss ich mal einblenden. Das bei Trimax war und bei Knossi. Ich will Anwalt werden. Anwalt. Normal. Da muss ich gerade voll dran denken. Ah, guck mal, hier haben wir nochmal ein neues Outfit. Und zwar halt so Shorts. Okay, das Outfit habt ihr bisher auch noch nicht gesehen. Mario Strikers ist hier nämlich. Natürlich ein knapp gehaltenes Outfit. Was soll ich dazu noch sagen? Geil! Okay, Mario Galaxy, wir gehen mehr in die interessantere Richtung. Okay, hier haben wir, glaube ich, ganz normal. Bin gespannt, ob da jetzt gleich was Neues kommt. Okay, hier haben wir ein anderes Outfit. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Natürlich wärmer, ein bisschen wärmer gekleidet. Ne, ist natürlich auch wichtig für den Winter. Wäre komisch, wenn die jetzt in Sommerklamotten rumlaufen würde. Ne. Oder hättest du gern ein Sommeroutfit gesehen, Mr. Nobody? Mario Galaxy 2, okay. Das altbekannte Peach-Kleid. Aber langsam entwickelt sich das in eine Richtung von Spielen, die mir wirklich sehr gefallen. Post Galaxy 3. Das neue Peach-Spiel sollte eigentlich Mario Galaxy 3 werden. Ich hab richtig Bock, mal wieder Mario Galaxy 2 zu spielen. Ihr glaubt es nicht. Sommer-Outfit gut. Super Mario 3D Land. Okay, da okay, Peach hat da gewartet. Das ist das finale Level gewesen. Ah ja, okay, also Standard. Peach-Outfit halt. Frauen in den Spielen wurden schon früher sexualisiert. Das ist eine interessante These eigentlich. Vielleicht ist da auch ein bisschen Wahrheit dran. Da stimme ich schon ein bisschen zu. Was sagt ihr, Leute? Ab in die Kommentare damit. Okay, Mario Kart 7. Warum auch immer man das reinnimmt, Alter. Ist alles das Gleiche. Die hat immer das Gleiche an. Also Mario Kart eigentlich. Na, außer, wie nennt man das? Diese wo so im Unterarm, das Weiße, was die hatte. Ja, natürlich, bei Super Mario 3D World haben wir hier das Katzenoutfit, meine lieben Freunde. Das spricht natürlich auch nochmal aus der Masse raus und ich finde das Katzenoutfit richtig süß und nice. Und ich brauche ein 3D World 2. Und kein 3D World und Bowser's Fury oder irgend sowas. Okay, Mario Golf World Tour, da sehen wir ihr kürzeres Kleid, was sich jetzt aber in ihr normales Kleid gechanged hat, weil es ein Igel gab. Und hier hat sie an einer Hand auch diese weißen Handschuhe, ne, was man halt typisch, was typisch für den Golf ist. Kommen wir zu Mario Kart 8 und da sehen wir das Rennbike-Outfit von Peach. Natürlich alles so ein bisschen eng anliegender, halt so ein Outfit für Motorrad. Jetzt sind wir bei Rio 2016 und was soll ich dazu sagen, Digga? Ich lasse es einfach mal kommentarlos stehen. Rio 2016 finde ich besser. Digga, hätte mir jemand mal gesagt, dass ich mit 22 auf YouTube streame und darauf reagiere, wie ein Videospielcharakter von Spiel zu Spiel aussieht. Ein weiblicher. Okay, wir sind bei Mario Odyssey angelangt. Wir sehen hier das Chiller Beach Outfit. Haben wir es auch bisher noch nicht gesehen. Und hier haben wir eine Expeditions-Peach. Hier haben wir, boah, so viel. Stadtleben, Peach. Kommen wir zu Mario Kart Tour und da hat sie halt ihr Kleid an. Habt ihr was anderes erwartet? Ich glaube nicht. Luigi's Mansion 3, Alter, ich habe mich noch nie damit befasst, aber die Grafik ist nice. Seit wann war Peach in Luigi's Mansion 3? Ich glaube, ich habe grundlegend irgendeine Bildungslücke. Okay, sind wir bei Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 oder 2019. Und das Outfit kennt man, das ist etwas kürzere, aber so in der Art. Kannte man das schon? Haben wir das bisher so gesehen? Nee! Die hat nämlich so eine weiße kurze Hose an. Okay, Leute, sind wir jetzt Super Smash Bros. Ultimate Inkling Outfits. Nice. Kannte ich so nicht. War das möglich? Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. In Bowser's Fury, ja, was soll man denn dazu noch sagen? Wird sich das Katzenoutfit da auf einmal in irgendwas Krasses verwandeln oder was? Okay, Leute, Mario Golf Super Rush 2021. Auch ein etwas anderes Outfit, ein etwas anderes Shorts. Wie sagt man das? Ne? Okay, Mario Strikers Battle League. Okay, da hat die diese längeren Fußballstrümpfe halt mehr so Richtung Fußball. Yo, was ist das denn für ein krasser Schuss? Okay, sind wir Mario Wonder. Das altbekannte Peach-Kleid ist hier natürlich mal wieder back. Und durch Peach selber, sie sieht anders aus, halt von den Animationen.
schon hier. Das Feuerkleid sieht auch gleich aus. Sie ist halt ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. So ein bisschen mehr Richtung Comic. Der Stil von Mario Wonder halt, ne? Wie man es kennt. Hier haben wir Elefanten Peach. Natürlich am Start mit der kleinen Krone hier. Und kommen wir zu Princess Peach Showtime. Die ganzen Outfits, die es da gibt. Ninja Peach gibt es nämlich hier. Sieht auch nice aus eigentlich. Dann haben wir Meerjung Mermaid Peach. Auch wild. Auch eigentlich passt zu Peach irgendwie. Natürlich gibt es noch viele weitere Outfits in Princess Peach Showtime, aber das sollte es für ein Video gewesen sein. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Kommentiert mal eure Meinung dazu, teilt das Video sehr gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und auf Wiedersehen. Danke an die Member und klick auf das Banger-Video hier. Du wirst es nicht bereuen.